Wo muss ich überhaupt gucken? Ne, da nicht. Aber hier gibt's noch. Was wo gab's denn hier? Ein Lockpick. Sehr schön. Was kann man ja immer gebrauchen. Ah, Shen Lin. Mal so eine Tafel. Da. Shen Lin, Zelle Nummer 9. Jo. Geh Shen Lins Zelle finden. Ja. Versperrt. Puh, Kinderspiel. Ich habe für Leute viel gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunken machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Erledigt. Danke. Oh, nein, 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 nein. Mein Glaube ist eine Waffe. Boah, habt ihr eigentlich für Probleme, ihr beiden, ne? Was denn? Nochmal. Nee, was war das denn? Oh, ein Codebuch für eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Geheimcodes? Die Chiffre müsste hier irgendwo sein. Ah, geil. Elisabeth kann Chiffren entschlüsseln. Die geheime Vox Populi kann man verbergen. Finde die Chiffren und das dazugehörige Codebuch, um verborgene Schätze freizulegen. Optional ist das natürlich. Na, gucken wir mal. Das ist die Waffe nur? Boah, das ist dunkel hier drin, ey. Auch nochmal Salz. Irgendwo muss es doch bestimmt hier sein. Aber wenn sie das schon sagt, die Voxpup... Oh, warte mal. Warum hast du uns verlassen? Ach so. Ich entdecke hier keine. Um ehrlich zu sein. Guck ich mal in dem Raum. Ah, da ist wie ein Teufelchen. Ach, das war nur so. Was du über die Fitzroy weißt, verdammtes Schlitzauge. Wir wissen, dass du uns verstehst. Willst du was sagen? Oder sollen wir Mrs. Lin auch herholen? Schüttel mir ein Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch drei verhören. Auf jeden Fall wird er gequält. Und das finde ich natürlich gar nicht gut. Ach, was riecht denn hier so? Hier unten gibt's keine Klos. Sie behandeln sie wie Tiere. Irgendwas durchsuchen? Boah, ganz doll geschlagen. Pimmelmann, ey. So. Hat er dabei gehabt auch noch ein ganz normales Maschinengewehr. Aber hier, warte mal. Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Fink braucht keinen großen Grund. Nein, anscheinend nicht. Slade, er ist... Du hattest recht. Es war keine Gnade, ihn zu schonen. Hm. Ah. Scheiße. Nummer 9. Aber ich würde auch gerne wissen, was in Nummer 8 eigentlich drin ist. Aber gut, wenn es in Nummer 9... Mal ansehen? Sieht einfach aus. Dann mach es bitte. Offen. Hier ist es, oder? Ja. Nummer 9. Fertig. Was? Sie sind ein Löwe. Aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Doch sie werden merken, dass sich ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, DeWitt. Nicht mit Hyänen. Dankeschön. Ach du Scheiße. Das ist ja richtig hier der Dingsraum hier. Ah, Lockpick. Boah, fuck, ist das dunkel, ey. Ich sehe gar nichts. Gibt's irgendwo Licht? Knopf drücken. Mal einfach mal.
Der ist tot. Scheiße. Okay. Was soll ich denn hier machen jetzt? Zu spät. Leiche untersuchen. Ach du Scheiße. Oh, ist der verprügelt worden? Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod ist tot. Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr von... Was sieht man hier? Aus diesem Winkel. Tod. Hör zu. Und so? Am Leben. Booker. Chen Lin. Die Leiche ist weg. Was? Niemals hier. Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Komm. Hä? Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Hallo, wenn die mir sagen, öffne okay, den Riss. Öffne ihn. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird cool, nicht der einzige andere. Unterschied sein. Ah. Nehmen wir natürlich. Okay. Auf jeden Fall eine andere Welt. Heißt das irgendwie, ich bin jetzt... also, ganz anderes Columbia? Was kann doch gar nicht sein. Gehen wir von mal nach oben und schauen uns mal um. Moin, Jungs. Hä? Ich wollte gerade schon sagen. Das ist ja geil, wenn ich jetzt zwischen den Zeiten... Wird zwar ein bisschen verwirrend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ah. Was ist los? So, ein Dings drin. Oh, was suchst du? Auch mal mitnehmen. Ja, wo soll ich denn jetzt eigentlich her? Ja, ich weiß nicht, lohnt sich das? Das ist das Problem, ey. Elizabeth, mal einfach einer mal kommen. Muss stehen. Ich guck einfach. Erledigt. Danke. So, jetzt muss es aber auch was richtig Geiles hier drin geben. Ah, annehmen. Was haben wir denn da? Eine neue Hose. Beim Töten mit einer Krähenfalle besteht eine 50%ige Chance, dass die Waffe des Feindes ein paar Sekunden lang ein geisterhafter Verbündeter wird. Auch einfach mal nehmen. Okay, das war's. Gut, dann hauen wir mal schnell ab. Also auf jeden Fall ein Gefängnis noch. Das ja. Daisy Fitzroy. Los jetzt, du Scheißkerl. Erzähl okay. mir was über Daisy. Mach ihn los. Was? Scorpion sagt losmachen. Ich kapier nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Ja, wo muss ich überhaupt lang? Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Booker, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Daran, tot zu sein. Was geht hier vor, Satchmark? Da, unnormal. Ich wusste es. Okay, das ist jetzt wieder dann richtige Zeit, oder was? Ich verstehe es jetzt gerade irgendwie nicht ganz so toll. Munition! Danke. Da unten ist noch einer. Ich sehe zu unser Gegner da vorhin. In der anderen Welt war er es, der da an der Wand hing.
In der anderen Welt? Hä? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Ja. Da bist du wirklich nicht der Einzige. Ah, jetzt muss ich... Ah, okay, okay. Ich gucke einfach mal kurz nochmal, was es hier gibt. Kaufen. Kaufen. Lockpick kaufen. Ist ja geil. Ausverkauft. Der ganze Automat ausverkauft. Okay. Ah, geile Sache. Jetzt können wir mal gucken. Leben nicht. Schild. Ah. Perfekt. Zack. Und da ist noch eine... Was gibt's hier? Ah, ist alles voll. Leider. Schrotflinte? Nö. Gut, jetzt müssen wir wieder raus. Ach, genau, nach oben war das ja. War ja nicht da unten. Ist auf jeden Fall geil. Jetzt habe ich wieder noch ein klein wenig mehr Salze in meinem Körper. Auf jeden Fall ein bisschen verwirrend, ganz ehrlich. Zack, und natürlich wieder verlassen. Ganz verwirrend. Also bis jetzt in der Zeit, also bist einfach eigentlich wieder zurückgesprungen, könnte man sagen. So, ne? Oder? Ja doch, eigentlich schon. Na, ist egal. Wir werden es, denke ich mal, noch rausfinden. Jetzt kommen mir eine Menge komischer Ideen zu Ohren. Bezahlter Urlaub. 8-Stunden-Tag. Lohnfortzahlung. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wer steht denn da, ey? Danke. Ohne Spaß. Ich werde nicht zulassen, dass ein Anarchist zwischen euch und... Alter, hier wird's ja immer heftiger hier. Ah, ich muss daher, das ist das Problem. Kurz mal ein bisschen. Ja, so ein Taucher. Ne, doch nicht, war einfach normaler. Scheiß die Wand an. Oh, das war ein Dings. Das war ein, mit einem Schrotflinte. Nein! Das ist leer. Und dann? Bum, 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 bum. Mal gucken, ist er tot? Hä? Wovon? Wo? Ah! Nein! Ah, hab mich selber umgebracht. Ach ja. Rette mir nochmal mein Leben. Lutsch mir den Finger. Gut, solange der Riese nicht nochmal wiederkommt, ey. Doch alle tot? Also, ich weiß, ich habe sie nicht alle umgebracht. Also, warum muss ich jetzt... Ah, noch immer noch da lang. Oh, oh. Ach, hier sind wir jetzt. Ah, sehr geil. Oh, das tut weh. Ich würde ja gerne mal kurz einmal nachladen hier. Ah, fast gehabt, ey. So ein Blödmann. Gut. Auf jeden Fall das schon mal. Gut so. Mehr halte ich im Moment nicht. Ah, geht doch. Geht doch, Mann, so jetzt ein bisschen hier. Nicht schon wieder jetzt, ey.